Über die Lage auf den Intensivstationen sprechen wir mit Professor Uwe Janssens. Er ist Chefarzt der Klinik für internistische Intensivmedizin in Eschweiler. Ganz herzlich willkommen, Herr Professor. Hallo. Ja, ich grüße Sie. Ja, nicht nur Jens Spahn, viele Politiker sprechen da immer von einer Pandemie der Ungeimpften. Frage an Sie also, sind die meisten Intensivpatienten tatsächlich ungeimpft? Und ist das nicht eigentlich eher eine wünschenswerte Nachricht? Stellen wir uns vor, da wären nur Geimpfte auf den Intensivstationen. Da müssen wir uns erst recht Sorgen machen, oder? Ja, es ist eine ganz tolle Nachricht. Sie zeigt, das Allerwichtigste, die Impfungen schützen. Und das wussten wir schon von den Studien, dass die Impfungen zu über 90% vor den schweren Verläufen schützen. Und jetzt sehen wir genau das in der Wirklichkeit. Nur einer von 10 Patienten ist geimpft, die anderen sind ungeimpft, die wir jetzt im Krankenhaus sehen. Und ich glaube, das ist doch eine wichtige Botschaft. Die muss an die Menschen herangebracht werden. Und das sind halt die Skeptiker, die Ängste haben, die unbewusste Ängste haben. Ängste sind irrational. Und die müssen wir abholen. Das haben wir immer wieder gesagt. Und deshalb ist das jetzt eine schöne Woche, die wir jetzt hier erleben dürfen. Vielleicht kommt sie etwas zu spät. In anderen Ländern hat man sowas schon ganz früh gemacht. Und wir hätten viel nach Israel und sonst wohin schauen können. Dort hat man diese Aktionen schon ganz am Anfang gemacht. Vielleicht waren wir zu siegessicher mit den hohen Impfquoten im Juli. Jetzt dümpeln wir dahin und wir haben immer noch, und das ist wirklich so, viel zu wenig Ungeimpfte bei den unter 60-Jährigen. Das ist wirklich eine ganze Menge, 33% oder sogar noch mehr. Das sind Millionen von Menschen, die könnten jetzt gut einen Peak gebrauchen. Wenn wir jetzt noch mal auf die Intensivstationen schauen, Sie haben es gerade selber gesagt, die allermeisten, die dort jetzt mit Corona liegen, sind ungeimpft. Was wissen wir sonst über die Patienten? Welches Alter haben sie? Sind es noch immer die Risikogruppen, über die wir auch letztes Jahr so viel gesprochen haben? Ja, das ist die zweite Botschaft, die beweist, dass die Impfung hilft. Mittlerweile sind tatsächlich über 50% der Intensivpatienten, wir messen das jetzt in Altersdekaden, unter 60 Jahre alt. Das heißt, die Risikopatienten, die wir im letzten Jahr gesehen haben, die einen schweren Verlauf genommen haben, die verstorben sind, die sind zwar jetzt auch noch da, aber nicht mehr in dem Umfang. Und das ist die dritte wichtige Botschaft. Wenn sie jung sind, selbst wenn sie zwischen 30, 40, 40, 50 Jahre alt sind, können sie mit einer schweren Covid-19-Infektion auf der Intensivstation landen und dann schlimmstenfalls sogar beatmet werden und dann versterben. Und das ist doch Grund genug, jemanden zu motivieren, das ist verhinderbar und das ist zu über 90% verhinderbar. Und das ist die gute Botschaft. Lassen wir uns die Leute nicht mit Druck dahin bringen, denn dann werden sie abwinken. Lassen Sie uns davon überzeugen, eine gewisse Anteil der Menschen, die kriegen sie nicht. Die weigern sich aber auch anzuerkennen, dass es Corona überhaupt gibt. Die tragen auch keine Masken. Ich glaube, diese Menschen werden sich nie impfen lassen. Aber so viele sind da noch, die unschlüssig sind, die Ängste haben. Und da können wir noch einiges bewirken. Das ist jetzt, spätestens jetzt, dass wir das machen müssen. Und deshalb bin ich froh, dass die Woche ist. Aber sie muss, da gebe ich der Opposition recht, danach weitergehen. Das ist ganz klar. Ein gewisser Anteil dann auf den Intensivstationen der Menschen muss dann ja auch geimpft sein. Sind das vollständig Geimpfte und läuft da die Behandlung vielleicht einfacher oder schneller? Immerhin müssen die dann ja auch auf die Intensivstation kommen. Was können Sie uns darüber berichten? Wenn Sie eine Indikation haben, auf die Intensivstation kommen, dann sind Sie tatsächlich schwer krank. Blicke mal einmal nach Israel. Israel hat viel früher angefangen zu impfen. Die beobachten das jetzt schon seit mehreren Wochen, sogar Monaten, dass es jetzt zu sogenannten Impfdurchbrüchen kommt. Dass auch dann wieder bei den Eltern, die eigentlich einen Schutz hatten, die Impfwirkung nachlässt, die Antikörperproduktion nicht mehr so hoch ist und die können dann auch wieder schwerer erkranken. Aber auch da ist jetzt die Kenntnis, dass in Israel der Verlauf bei diesen Durchbruchimpfungen auch etwas gutartiger ist, als das dass wir das bei völlig ungeimpft haben. Und deshalb denkt man ja jetzt sehr, sehr stark und intensiv über die sogenannte Boosterimpfung bei den Risikopopulationen nach. Und ich bin ganz froh und hoffe bald, dass die STIKO hier eine klare Empfehlung für die Menschen aussprechen wird und auch für Menschen, die zum Beispiel in Gesundheitsbereichen arbeiten. Hier müssen wir klare Empfehlungen haben. Die müssen wir von der STIKO haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, nicht von den Politikern. Die Boosterimpfungen würden dann im Herbst oder im Winter kommen. Und wir haben es letztes Jahr gesehen, der Sommer war eigentlich relativ entspannt in Deutschland. Und dann im Herbst, Winter kamen dann immer mehr Corona-Fälle wieder. Wie bereiten sich die Krankenhäuser also dieses Jahr jetzt schon auf den Winter vor? Die Krankenhäuser sind vorbereitet. Ich kann jetzt sagen, Material etc. haben wir genug. Die einzige Sorge, die wir im Moment haben, ist halt,
das Intensivpflegepersonal. Und da kriegen wir wirklich aus allen Ecken sehr klare Signale, dass die nach 18 Monaten oder noch länger Umgang mit Covid-19 müde und etwas aufgebraucht sind. Und unsere große Sorge ist, dass sie vielleicht einer starken vierten Welle nicht mehr so standhalten würden und dann tatsächlich ins Burnout oder sogar ihren Beruf verlassen würden. Deshalb ist es ja kein Alarmismus, wenn wir unseren warnenden Finger heben und Sorge haben, dass der Herbst wieder etwas schwieriger wird, sondern es hat auch vieles damit zu tun, dass wir unsere Mitarbeitenden auf den Stationen, Normalstationen, aber auch in den Rettungsabteilungen, den Notaufnahmen schützen wollen. Es ist einfach sehr, sehr aufwendig, anspruchsvoll und anstrengend, so schwerkranke Covid-19-Patienten zu behandeln. Und vergessen Sie bitte nicht, wir haben noch viele, viele andere Patienten, die keine Covid-19-Erkrankung haben und die müssen auch versorgt werden. Und die haben auch das gleiche Recht, eine gute, qualitativ hochwertige Betreuung zu bekommen. Sagt Professor Uwe Janssens, ganz herzlichen Dank nach Eschweiler.